Können wir überhaupt CEO-Sachen zu viert, fünft machen? Wahrscheinlich nicht. Nee. Wir können doch dieses MC-Dings zu fünft machen, oder? Von Money. Geht es zu fünft? Oh. Ja. Ja. Bei mir. Das ist perfekt. Okay. Ich war schon mal hinter zum Clubhaus. Ich habe jetzt nur eingeladen, weil ich denke, ich nehme die ganze Zeit Geld, aber... Ich dachte, geht die auch nochmal neu. Weil... Hat sich bei dir, Timo, eigentlich jetzt dein Warenproblem vom letzten Mal geklärt gehabt? Warenproblem? Das Warenproblem. Als wir ausliefern wollten und dann von diesem blöden Typen als genervt wurden. Ja, ich habe alles noch gehabt. Echt? Also nicht alles, es sind glaube ich 3 Lieferungen kaputt gegangen. Aber trotzdem noch viel da gewesen. Der Run labert mich an, ich weiß nicht, ob ich das möchte. Ich möchte jetzt eigentlich erstmal hier irgendwie aus dieser Stadt raus. Geh weg, geht mir aus dem Weg. Oh, dieses Flugzeug ist echt schön. Aber ich muss das wohl verkaufen, wenn ich mein Buschgummi hole, weil alles so teuer ist mit dem Scheiß. Oh, da hat er wieder das Jucke im Busch, ich hab's doch genau gehört. Mein Buschka ist halt toll. Ja, ja, dein Busch ist toll. Okay. Wunderbar. Freuen wir uns jetzt alle unglaublich drüber. Mhm. Über ich diese nicht. Randinformation, dass du deinen Busch toll findest. Findet ihr Timos auch Busch toll? Timos na, Busch auch toll? So rum wollte ich sagen. Schreibt's in die Kommentare. Willst du mitfahren, Martin? Mitfliegen? Oh, sind wir etwa live? Nein. Oder quasi. Ich bin im Baum. Aufzeichnung? Okay, dann nicht. Nimmst du auf oder was? Hi, nein. Kevin! Achso. Oh. Warum sagt er dann, schreibt's in die Kommentare? Ich glaub, der spielt. Ich glaub, das hat. Timo, mach du doch mal einen Livestream. Der weiß doch gar nicht, live? Wie das geht. Doch, stimmt, wir können eigentlich mal live. Wollen wir live gehen? Komm, wir gehen einfach mal live. Nein. So, da soll ich nicht lieber live gehen, da haben wir auch Zuschauer. Okay, geh live. Bam. Nein, ich geh nicht live. Oh. Okay, geh ich live. Nein, du gehst nicht live. Oh. Spät. Oh, was? Wo geht denn nicht live? Action startet gerade. Nein, du gehst ernsthaft, Timo, du gehst nicht live. Du musst erst den Leo fragen, ob er das möchte. Leo? Ja? Guck, hat ja gesagt. Schön. Ich möchte jetzt gerne erstmal in eure Sitzung kommen, aber das geht glaube ich gerade nur über den Atmer. Du kannst den. Achso. Bist du Martin auch nicht befreundet? Nee, der mag uns alle nicht. Nicht auf GTA. Nee, willst du mitfahren oder nicht? Mitfliegen. Wer? Was? Wo? Pippin. Wann? Ah, wie? Ja? Ich wollte gerade zum Flughafen fahren. Also Pippin heißt glaube ich Pippin is back. Ja. Pippin's back. Alright. Und Martin heißt Rhythmiker 83. Nein, ich heiße nur Rhythmiker. Ich heiße nur auf YouTube 83, weil der Kanal schon verbraten war. Ich könnte immer noch kotzen. Für irgendeinen. Hörst du auf, die zu schießen, sind teuer. Vollpfosten, der überhaupt nichts macht mit seinem Kanal. Ausgepeitscht, mit Stacheldraht ausgepeitscht, Körde. Ach, Bullerei, geh doch mal weg hier, ich bin hier am Fahren. Falsch mit denen. Ich hab denen irgendwie mal was getan. Jetzt treibe die hier mal schönes Auto in den Abgrund. Hab geparkt. So. Ich hab 3 Freunde in anderen Sessions. Gut. Online. Join Freunde. Das ist echt das Deutsch, manchmal. Okay. Die deutsch-englische Übersetzung ist wahrscheinlich nicht so gut in GTA. Join Freunde. Ja, wir fliegen gerade direkt zum Dings, oder? Zum Martin. Ja, so wie ein Player und hast du mit Acker in den Boden. Nein. Ach, Quatsch. Ich bin 31er hat. Was ein 30. Du, was hast du geraucht, ein 30er oder was? Alter, was geht mit dir? Hast du den 31er genannt, Dude? Hast du mich ein 30er genannt, Junge? Was ist los, ey, du 65er? Du Trollfer, du! Oh! Martin, bekommen wir auch eine Einladung? Nö. Clubhaus. Achso, wir müssen erstmal als CEO, muss ich erstmal loswerden. Und kann man CEO mal eine Mission auch mal zu viert machen, oder wie? Ja. Weiß nicht, wie es mein Flugzeug ist, aber ich glaube. Schade. Wobei es Sinn machen würde, das zu fünft zu machen. Sag mal, die können alle nicht fahren hier. Eigentlich, wenn ich ehrlich bin, wenn ich jetzt mal so drüber sprechen möchte. Okay, dann wohin soll man kommen? Ich hab vergessen, wie das geht. Wo bist du gerade? Ich bin gerade in der Stadt. Ging das nicht auch mit Select und so?
In der Stadt, du bist doch nicht bei uns im Spiel. Ach ja, das kann sein. Das kann sein, dass es da war, ja. Sehr gut. Ich bin beim Admin. Motorradclub. Das ist der Admin im falschen Spiel. Nicht Motorradclub gründen. Ich hab doch schon einen. Ah ne, Rhythmica ist aber auch hier drin. Ne? Den hab ich auch. Immer, hier bist du auch drin, ja. Warte, ich muss schon deinen Club. Kannst du uns alle mal adden. Das sind eigentlich alle, die jetzt gerade in der Freundin sind. Außer der Kubi Cooler, sonst kannst du alle adden. Ja. Naja, okay, dann mach ich das mal. You can add everyone. Ich kann gar nicht abbrechen drücken. In der Stadt, sagst du? Warum sehe ich dich denn? Wo genau bist du? Nein, ich bin bei Muddy, quasi. Das war's. Ganz nah in der Nähe. Ah, Lero. Ach, das Ding bist du, das Fähnchen. Und das wieder Gänse. Ich hab euch allen dreimal eine Freundschaftsanfrage geschickt. Danke. Oh, der Lerner möchte ein Freund sein. Was ist das für ein Spaß? Aber auch ein bisschen Mutter dabei, oder? Nehme ich jetzt mal an, aber nur so, weil ich halt einfach ein guter Mensch bin. Auch zu freundlich. Immer diese guten Menschen. Ja, ja, ich auch. Ich hol dich ab. Oh, oh, unter Brücken fliegen! Lass mich nur kurz unter Brücken fliegen. Das ist mein Spiel. Entschuldigung. Das ist wirklich sein Spiel. Lass gerne mitmachen, Flugzeug. Ich jetzt spiel doch nicht die ganze Zeit Quiz-Duell, wir zocken gerade, sag mal. Ja, ich stehe am Clubhaus, warte. Ich will wieder Dart spielen. Nein, ich will nicht als VIP. Ich will eigentlich Motorrad, ich will aber auch keinen Motorradclub gründen. Ich hab doch schon einen. Musst du nicht in dein Clubhaus dafür? Von da aus kannst du Leute ich die Sache gründen. Dass ich du musst ja auch gründen willst. Dann jetzt müsste der Name eigentlich wieder da sein. Du hast registriert bei mir jetzt, ja. Ah, doch, okay, ist wieder da. Gut, genau. Gut. Ich bin jetzt wieder der Präsident von dem MILFBusters MC. Geil. Das sind wir. Ja, Leo, wir haben Niveau. Ja, wir haben Fest. Die Hoden dafür, genau, ja. Hodensack, Hodensack. Das ist der eine mit Hodensack. Hodensack. Denn er ist immer nackt. Mit Hodensack. Hodensack. Boah, keine Ahnung. Hodensack, Hodensack. Willst du jetzt mit, Leo, oder nicht? Ach hier, ja. Oh, na, nee. Ich hab Hodensack. Gar keine. Ich habe noch keine Einladung für irgendwas bekommen. Nein, ob du mit mir fliegen willst, ist wieder hinfliegen. Wieder über dir. Ja, ich denke ja. Ja? Kommst du auf dem Flughafen? Bist du vor dem Flughafen? Bist du vor dem Flughafen? Ja, aber ich kann auch noch auf dem Flughafen fahren, also das ist jetzt wirklich kein. Ich habe ja den. Er kann ja auch so landen, das ist ja das Gute. Ach ja, Flugzeug. Stimmt. Deswegen mag ich schick. Schick, schick. Der ist. Wechseln du? Ach, da unten. Ja, hier unter der Unterführung. Was ist denn jetzt eigentlich? Also unter der Brücke. Ich weiß ja gar nicht, wo ich hier rumfahre. Ich weiß ja gar nicht, wo ich hier bin. Ich weiß ja gar nicht, wo ich hier mache. Ja, cooles Ding. Cooles Ding. Geiles Teil hast du da drin. Ja, das ist mein Penis. Nein, ich glaube, meint ihr nicht. Der ja, aber das Problem ist, der sieht man nicht mehr. Der ist nicht dir, der ist nur geliehen. Der das ist nicht dein Original-Penis. Er ist geleased. Vom Hänger oder was? Gerade jetzt, wo er im Urlaub ist. Ja, genau, der ist jetzt mit Lena zusammen, wir brauchen ja jetzt nicht. Ich wollte nicht lachen, aber jetzt muss ich doch lachen. Scheiße. So, gut festhalten. Ein bisschen holprig werden jetzt hier. Das Event startet in 18 oder 6. Ist viel zu groß dafür. Aha. Ja, ach ja, mach mal. Wir müssen jetzt warten, bis der Timo seine tolle Challenge gemacht hat. Solange können wir leider nichts machen. Tut mir jetzt leid. Weil der Timo jetzt unbedingt hier seine Challenge gut, machen noch, muss. Der geht noch, ach, der Atme spielt Ahmed, so. Ja, ja, so. Auf der Atme bitte. Drittmiger auch. Ja, okay, der Team ist wahrscheinlich irgendwo unten in der Stadt oder so, gell? Ja, ich kenne auch mittlerweile die Dinger, wo ich gute Punkte mache. Aber mit dem riesen Flugzeug wird es schwer. Hätte ich eigentlich auch gerade hinfliegen können, aber. Wie kann man denn da eigentlich hin auf den Schützenplatz wechseln?
Ich muss ihn dafür drücken. Wie war nochmal die Tastenkombination dafür? Willst du Joystick genau. oder? Ja, ich hab ein Gamepad da in der Hand, aber ich kann auch wirklich. Ich glaube vom Steuerkreuz rechts oder so. Irgend sowas, ja. Ach komm. Das war nicht die falsche. Was war das denn? Dann Flares nach hinten. Ach, die kosten sau viel Geld. Verstehe. Ach ja, jetzt bin ich irgendwie hinten, ja. Vielleicht gedrückt halten oder sowas. Ja, das kann ich. Ach, guck mal, Martin. Oh, scheiße, jetzt ist eng. Ach, guck mir den Atmen entgegen, ist ja putzig. Ja, die nächsten zwei Brücke, du, die werden dich herausfordern, das sag ich dir. Ja. Die hier, die sind ja popelig, du, da mach ich mit geschlossenen Augen hier. Oh, bei die ist auch hin, oder? Ja, natürlich geht die. Ach, der Martin macht jetzt erstmal noch. Nein, ja. Ja, der Timo hat doch damit angefangen. Ja, wir wollten noch MC-Dinger machen. Ja, aber der Timo muss doch jetzt erstmal sein Challenge machen. Richtig. Wenn die kommt, dann 12, ohne die gibt's mich gar nicht. Übertreib. 12. Richtiger 31er. Ja, nur andersrum. Mit 13. Bist du da am Anfang durch beide Brücken durch, die Martin? Ja, logisch. Locker leicht. Ja, warum hast du dann erst 4 Punkte? Weil die eine von beiden nicht zählt. Achso. Probieren wir es doch gar nicht erst. Schade. Hätte ich lustig gefunden, wie ich dann denke. Ja genau, die nehme ich auch noch. Ach kacke, hier hast du einen Bunker? Hast du einen Hangar? Ja, ich hab einen Hangar. Gut. Das ich ist Airfield fliege und dann gleich abgeschossen werde. Ja, aber ich hab da nicht auf dem Airfield einen Hangar. Hallo Atma! Hallo Martin! Du bist ja albern heute! Ja. Ja, ist der eine der. Direkt eine Meldung oben. Oh, da ist dein Timo. Ja, wir hatten den Anflug für die letzte Brücke, für die letzten Brücken jetzt hier wieder. Alter, das dauert noch 6 Minuten, dieses Scheißspiel. Gib ihn mach auch mal mit, es gibt mehr Geld. Ja, damit machst du jetzt ja eh schon Geld. So. Worum geht's um Fliegen? Ja, oder ich steig gleich einfach raus fliegen. Mach auch nochmal ein bisschen. Kann ich. Ist keine Punkte? Na klar, ist keine Punkte. Hi. Och, jetzt ist der Atme am Meer angekommen. Wie ist der Atme ab? Er macht's auch noch. Hammer. Ja, ich kann dich jetzt zum Flugzeug fliegen da oben, dann kannst du da gerade aussteigen. Ja, das wäre super. Wo ist denn ein Flugzeug? Eigentlich da drüben an da der hinten. Küste, ne? Da. Ja, ich hab eins, ich geh da hin. Moment, wie geht die Brücke hier? Dann dreh ich ab. Jo. Ist ja abgedreht. Da vorne ist die letzte Brücke noch. Ja, mach ruhig. Oh fuck. Okay, das ist eine räudige Brücke hier. Hoppala. Gut, dann wollen wir mal hier dich weg. Boah, das ist eine Herausforderung. Mal gucken. Stark, Pippin. Nice! Und hoch! Jawoll! Geil! Hast du ein Fallschirm dabei? Ja. Ja, würde ich sagen, aber Relation, Monsieur. Mach's gut. Okay. Dankeschön. Gerne! Charmanimus. Alter, die Brücke da mache ich nicht, die du gerade gemacht hast, mit meinem riesen Flugzeug. Komm ich jetzt hoch? Ja, nicht gut, durch. Im Flugzeug kannst du es haken, glaube ich. So, wo sind noch Brücken? Wo sind noch Brücken? Da sind noch Brücken. Ich will jetzt mal Gas geben, ich verliere gerade schon wieder meine ganze Zeit Geld, weil ich irgendwelche Leute abschieße. Und dann kommen die Bullen und töten mich. Und ich fahre. Gas ist ja für Wien.
Schade, man hat dann auch 8 Punkte. Ja, ja. Wahrscheinlich bist du jetzt an einem guten Spot, ha? Ja, ich weiß genauso wie der Timo, wo in der Stadt die guten Brücken sind. Ja, die geben Punkte. Hast du einen Heli oder einen Flieger? Heli. Ein Heli. Oh, da die ist aber sehr weit unten, die Brücke. Ui, ui. Hatte gar nicht auf dem Schirm, dass man so viel Zeit hat, das auch noch probieren können. Hol dir den Timo, Martin! Schaffe ich nicht, der hat die gleichen Brücken genommen wie ich und hat wahrscheinlich jetzt noch ein paar mehr da hinten. Timo kriege ich nicht mehr. Dafür kam er mit seinem Flieger leider zu gut durch. Ich habe gehofft, dass er mit seinem tollen Shit irgendwo verreckt. Hab ich auch gedacht. Beim ersten Brücke habe ich fast nicht geschafft. Ich glaube, hinter mir auch schon mein Kollege leicht gedacht, oh, jetzt das Seitenleitwerk hat ein bisschen arg viel Kontakt zur Brücke. Sagen wir es so, ja. Ja, meine Rotorblätter haben auch ein paar Kratzer verursacht schon. Meine nicht. Doch, du Angeberkind, ey. Jeder hat hier irgendeine Macke und der Atmer. Na, wo liegt die Kraft? Ich mach das lieber langsam. Ah, verstehe. Ah, über die Brücke muss ich hier gar nicht. Über die über 7 aussparen. Brücken musst du gehen. Aber hinten wird es jetzt eng mit den Brücken. Ich kann mit dem Flieger halt sau viele Brücken nicht nehmen. Nicht. Nicht nehmen, ja. Weil die einfach zu schwer sind. Die sind einfach zu eng. Aber mit eng kann er nicht, auch nicht durch. Oh. Also das kommt jetzt der Timo, also wenn einer mit eng kann, dann. Nee, der hat ja immer die schon ausgeweitet, was? Ausgeweitet, ja genau. Gerade die letzte, ich meine, guck mal, hallo, da ist schon ein ganzes Kind durch, also. Die ist echt ausgeweitet. Boah, Alter, da kommt man ja gar nicht durch. Also was ist das denn für eine Brücke? Wer hat sich das denn ausgedacht? Oder du bist ein Funktionsfähiger. Du hast einen Heli, das muss eigentlich geben. Heli, ich hab einen Heli, ja, aber die Rotorblätter passen nicht durch. Die an beiden Seiten schrammen die gerade. Lero ist gestorben. Aber nicht an der Leo Brücke. Nee, nicht an der Brücke. Das ist ja noch schlimmer. Ja, genau. Ey, ich will keine Brücken mehr mit dem Flieger machen, die sind alle zu klein. Ich hätte mir einen Heli nehmen sollen. Hi, Arthur. Hi, Pipin. Jetzt bin ich bei der Stadt, okay. Willst du dir das Schauspiel ansehen? Ja, Mann. Das ist eine, nee, das ist eine. Solltet ihr vorher sagen, ich hab 3 Sterne. Willst du rein, oder was? Och, Pipi. Dann nicht. Jetzt hat der Atmer 3 Sterne. Ja, jetzt kommt der Atmer durch, guck mal, hier, zack! Ach so, der Atmer muss jetzt durch, verstehe. Aber nur zur Hälfte. Jawohl, ist gestorben. Na Timo, was ist denn mit deiner Challenge? Naja, ich bin zu groß. Stark, mein Ding. Ich habe nie so große Fußball gehabt dabei, aber es ist einfach zu groß, das stimmt. Pipi. Wölbe Leidl war, genau. Hast du Angst bekommen, Mann? Piep, piep, guck mal, die, ich kann die gar nicht in die Luft jagen, das musst du tun. Na, Annäherungsspieler. Das ist nämlich wie ein kleiner Flieger, ey. Nein, Atmer, mit den großen Riesendingern. Lass die Annäherung spielen. Oh, angenähert. So, jetzt wird es langsam schwierig, hier noch Brücken zu finden. Ja, sagen wir das. Ich finde auch nur noch 2, die ich hier fliegen könnte. Die sind alle so fucking klein dann. Meine Spannweite ist zu groß. Ja. Ja, diese ganzen Mini-Brücken da hinten bei diesen beiden. Warte mal, da ist ein Auto. Mal kurz Abgang Auto. Vom See ist halt auch. Piu! Ja, genau. Wo ist das Auto? 2, 1. Das ist ein Bingo! Ah, sehr schön. Jojo, wie hast du den jetzt so schnell gescoped? Ich hab trotzdem noch 9500 bekommen. 12.000. Wie viel habt ihr bekommen? Viel. Nein, 9500 habe ich bekommen. Das ist nicht viel. Im Vergleich zu dem, was ich gemacht habe und bekommen habe. Machen wir jetzt mal hier links. Wie, was du gemacht hast? Ja, ich versuche so weit wie möglich wieder zurück zum Motorradclub zu kommen. So. Soweit es irgendwie geht. Gleich, Max. Was ist denn das hier für ein cooler Eingang? 10, 9,
8, 7, 6, 5, 4, 3, aussteigen! Bam! Wie weit bin ich schon wieder von Martin entfernt? Oh, es geht voll. Zack, da liegt mein Heli auf der Autobahn. Die Autos fahren dagegen perfekt und ich kann direkt das Auto klauen, das gegen den Heli von mir gefahren ist. Das ist doch super. Ja, auch wunderbar gelandet. Vielen Dank, dass Sie hier stehen bleiben und darauf warten, dass ich Ihr Auto klaue. Ist kein schönes Auto, aber es ist zweckmäßig. Oh, ein Grand Sport. Ja, was denn jetzt, Timo? Sind wir live oder nicht? Ja, klar. Mit Timo ist er was. So, ich muss noch hier angeblich bei... Ich hab keinen Bock heute. Motorradclub verwalten. Aber wo ist das denn hier? Formation, Assistenzflug, Name. Ja, Mitglieder, aber da kann ich nur draufklicken. Also muss ich euch erstmal... alle irgendwie einladen. Muss ich euch also erstmal hier als Angebot an alle Freunde. Dafür hätte ich den Leo annehmen müssen. Habe ich nicht getan. Das ist jetzt ein bisschen asozial von mir. Soll ich dir nochmal was schicke? Ja, ich muss mal gucken, ob das noch man die denn? Ach, hier. Offen ist. Was ist denn die Freundschaftsanfrage? Ist die dann in dem Dingsmenü? Was ist das? Mein Bild, und der Puss. Du musst Select und RB drücken. Oder ich drück einfach auf Puss 1, aber da ist jetzt hier Freunde online. Social. Freundschaftsanfrage. The Pistol Lero annehmen. Zack. Und Escape zum Schließen. Ich bin ja hier. Ja. Schon. Ich kann ja alles gleichzeitig. Upsa. Slalom Baby. Dann gehen wir mal schön während der Fahrt wieder ans Handy. Wie ihr das immer so macht. Oh, ich muss noch mein Motorrad zu mir beordern. Wir sind ein Motorrad-Gang. Warte, ich spiel mir das. Dann schicke ich die Einladung jetzt nochmal raus, dann müsste der Lero jetzt auch kriegen. Ja. Schön. Dann kann ich meinen Club verwalten. Jetzt habe ich auch Mitglieder, guck an. Was das MC? Alle was rütteln. Na, der Timo, der mag halt nicht, na, der hat Pech gehabt, ne? Hat er schon. Wo ist denn? Ach, da hinten. Ich hab keine bekommen. Wie, du hast keine bekommen? Ich hab schon zweimal eine verschickt, du Vogel. Du weißt, dass die nicht bei den VIP-Invites sind? Ich weiß. Ich hab deine von Martin. Gut, ich lade jetzt noch einmal ein. Ach, jetzt guck. Jetzt hat er es geschafft. Jetzt hat er es gerafft, wie es geht. Och. So. Road Captain, was? Du bist der Captain der Road. King of the Roads. Meinetwegen auch der Luftroad. Wenn dir schon was hilft. So, ich komm dann mal vorbei mit meinem geklauten Auto und park das mal direkt hier in meinem Inventory. Also, ja, auf meinem Tisch und meine Stühle und so. Die hier so, jetzt müssen wir auch erstmal die Biker-Klamotten anziehen, ne? Ja, die habe ich halt standardmäßig an, ne? Ich bin ja so eine.